Hallo Leute, ich bin Linda, 20 Jahre alt und Auszubildende bei einer Versicherung. Ich habe euch heute was ganz Tolles mitgebracht, wie ihr schon hinter mir seht. Mein erstes eigenes Auto. Wunderschön rot, so wie ich es gerne mag. Bin ich ganz stolz drauf. Ich habe heute ein ganz tolles Thema für euch und zwar das Fahren ab 17 bzw. begleitetes Fahren ab 17, so wie es auch schön heißt. Ich selber habe es auch gemacht. Mittlerweile ist es ja in ganz Deutschland erlaubt und gern gesehen. Wie kriegt man denn einen Führerschein mit 17 überhaupt? Ihr müsst mindestens 16,5 sein, geht in die Fahrschule, meldet euch an und dann macht ihr wie alle anderen Fahrschüler auch ganz normal den Unterricht mit. Und dann macht ihr eure Theorieprüfung und später dann die praktische Prüfung. Kriegen wir hin. Und wenn ihr alle Prüfungen erfolgreich bestanden habt, dann bekommt ihr eine Prüfungsbescheinigung. Die habe ich auch hier. So sieht das Ganze aus. Müsst ihr immer dabei haben, ganz wichtig. Genauso wie euren Personalausweis. Und ihr braucht natürlich eine Begleitperson, klar. Sonst wird es ja nicht begleitetes Fahren heißen. Die Begleitperson muss natürlich auch auf der Prüfungsbescheinigung mit eingetragen werden. Ihr könnt natürlich auch mehrere eintragen, also braucht nicht nur eine. Aber die Person muss noch ein paar Voraussetzungen erfüllen. Also muss mindestens 30 sein, muss mindestens 5 Jahre lang einen Führerschein besitzen und darf höchstens 3 Punkte in Flensburg haben. Ist ja auch irgendwo logisch. Ich meine, die Begleitperson soll ja auch ein Vorbild für uns Fahranfänger sein. Und dann ist ja noch, dass sich die Eltern ständig Sorgen machen über die Autoversicherung. Ich meine, es kann ja auch wirklich viel passieren. Aber gerade dafür gibt es ja das begleitete Fahren. Denn wenn immer jemand daneben sitzt, der schon viel Erfahrung hat, kann man ja nur von lernen und auch mal die ein oder andere Frage stellen, wenn man mal nicht ganz genau weiter weiß im Straßenverkehr. Ja, und wie geht's hier rein? Umleitung? Nee, biegt ab. So, und nur noch eine Kleinigkeit, um unsere lieben Eltern noch ein bisschen mehr zu beruhigen. Und zwar gibt es nämlich auch eine Vergünstigung bei der Autoversicherung. Was ist denn überhaupt eine Autoversicherung? Jeder, der ein Auto hat, muss für das Auto eine Kfz-Haftpflichtversicherung haben. Daran gibt es nicht zu rütteln. Wenn ihr jetzt fahrt und baut einen Unfall, zum Beispiel einen Personenschaden oder in den Vorgartenzaun eures Nachbarn fahrt, dann ist das versichert. Wenn ihr bis zum 18. Geburtstag 6 Monate lang unfallfrei begleitet fahrt und die Eltern bei meinem Arbeitgeber der Allianz versichert sind, dann bezahlen sie weniger für die Versicherung, als wenn ihr nicht begleitet gefahren werdet. Also ich finde das richtig gut. Und wenn ihr mehr wissen wollt, geht einfach auf diesen Link.